Willkommen YouTube, weiter geht's mit Control. Wir sind, oder wir haben das Labyrinth durchquert. Das war abgefahren. Ja. Wir benutzen Projektor. Die Expedition mit Diamond 36. Die Überleben. Stark beeinflusst. Was Darling mitbrachte. Schwer ausmäßig. Sollten wir diese Objekte lesen? Gucken wir uns jetzt einfach mal an hier. Haben wir hier irgendwas Interessantes auf den ersten Schlag? Autopsie P6-Opfer. Fall 45 HQ121. Zusammenfassung des Falls. Agent bei mit Codenamens P6 getötet. Ergebnisse der Autopsie. Erstens. Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf und Hals. Zweitens, weitreichendes Trauma der Bauchregion. A. Schnittwunden und Prellungen am Oberkörper und Unterkörper. B. Fraktur des Rückenmarks zwischen den Wirbel L1 und L2. C. Avulsionsfraktur der dritten bis zehnten Rippe links und rechts. Na, das sind viele Rippen. Drittens, Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung an den Extremenden. A. Schiffwunden. Schnittwunden und Prellungen mit der Extremitäten. B. Dislokation des linken und rechten Ellbogens. C. Dislokation des linken und rechten Knies. Schlussfolgerung: Bei der Untersuchung wurden innere Blutungen als Todesursache festgestellt. Diese traten ein, als die durch seine verdreht war. Ja, Dylan. Du willst, dass ich hier bin. Mit dem Projektor hat alles angefangen. Was in Ordinary begann, endet hier. Du, ich, Dylan. Der Kreis schließt sich. Ich komme da aber nicht. Der geheime Subwoofer. Oh mein Gott. Hier ist es also. Warum ist überall dieser rote Sand? Es wird interessant, Leute. Okay. Was erwartet uns hier? Feinde. Hier war eine Tür. Sie führte an den Ort, zu dem Dylan und ich gingen, an den der Projektor uns brachte, wo wir dich trafen. Die Behörde hat hier dieselbe Tür geöffnet. Aber nur ein Echo. Bist du nah? Direkt auf der anderen Seite? Ich stehe einfach mal hier lang. Okay, einfach mal hier hoch. Also ich weiß jetzt natürlich nicht, ob das wirklich Sinn hat, was ich hier tue. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich überhaupt tun soll. Das ist eine Kiste. Also war das gar nicht schlecht. Zack. Die Feuerrate. Na, schaffen wir das noch? Ja. Hier sind wir wohl. Oder sind wir zu früh? Nein, wir sind rechtzeitig. Der Projektor ist nicht hier. Wurde wieder weggeschafft. Was hat Darling damit gemacht? Ich muss das rausfinden. Und wir werden das rausfinden. Entschuldigung. Ich bin echt tollpatschig. Nein! Das war jetzt nicht so gut. Physisches Portal zu einer anderen Dimension. Nur ein Dia ist noch übrig. Dylans Schwester verbrannte sie in Ordinary, bevor wir agieren konnten. Es trägt die Inschrift Farb-Dia-Film, diese Seite zum Bildschirm. Und die Zahl 36. Die Topographie des Dia-Raums 36 weist tiefe Wellen auf. Auf dem Dia und in der Entfernung ist eine Formation aus 5 Säulen, wie grob ausgestreckte Finger
Es gab Verluste auf unserer ersten Expedition. Kommunikation ist ein Problem. Dort gibt es keinen Ton. Als wäre man taub. Und Radios funktionieren nicht. Korrektur, eine Resonanz aus unbekannter Quelle, teilweise im hörbaren Frequenzbereich. Sie verhält sich unberechenbar und ihre Feedbackschleifen können Menschen zerfetzen. Trench behauptet, er hörte noch mehr. Blut floss ihm aus den Ohren. Unsere Geräte erkannten nichts außer der ursprünglichen Resonanz. Und Trench fand nichts bei medizinischen Tests. Habe ich das richtig verstanden? Okay, es geht weiter. Das projizierte Bild jedes Dias ist ein physisches Portal zu einer anderen Dimension. Nur ein Dia ist noch übrig. Dylans Schwester verbrannte sie in Ordinary, bevor wir agieren konnten. Es trägt die Inschrift Farb-Dia-Film, diese Seite zum Bildschirm. Und die Zahl 36. Die Topographie des Dia-Raums 36 weist tiefe Wellen auf. Auf dem Dia und in der Entfernung ist eine Formation aus 5 Säulen, wie grob ausgestreckte Finger. Es gab okay, das haben wir schon gesehen. Okay, also quasi kurz gesagt, in dieser Welt sind Frequenzschwingungen nicht im hörbaren Bereich, aber nicht wahrnehmbar. Aber so kräftig, dass sie einen zerfetzen können. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Und Jesse und Dylan haben die zusammen gefunden. Und Jesse hat welche verbrannt. Und ist so auch Polaris entstanden? Weil sie haben ja irgendwie diesen Projektor aktiviert. Und so kam ja Polaris raus. Oder haben sie erst Polaris gefunden und dann kam das raus? Auf jeden Fall. Ja. Zack. Ach, Schisse, die Disse. Expedition 3. Wir orteten die Quelle der Resonanz in Dia-Raum 36. Es ist ein Wesen. Ein lebender Organismus von beträchtlicher Masse. Ich nannte es Hedron aufgrund seiner Gestalt. Hedron. Wir haben sowas noch nie gesehen. Was das? Du? Hat er dich hergebracht? Hast du mich deshalb hergebracht? Du bist hier. Du bist hier. Sie haben dich. Ich kenne dich. Damals, aus Ordinary. Hätte nie gedacht, dass wir uns noch mal sehen. Moment, ich komme. Sind das jetzt gute Nachrichten oder eher schlechte? Klingt jetzt eher schlecht. Finde ich irgendwie, also ich weiß es nicht. Es klingt so, das wäre jetzt irgendwie komisch, wenn das, ne? Der Dia-Projektor funktioniert nur mit Dia 36. Logischerweise bedeutet dies, dass das Dia selbst ein Teil des Objekts der Macht oder ein eigenständiges, gewandeltes Objekt ist. Aber ich musste natürlich sicher gehen, dass keine anderen Dias funktionierten. Ich musste es probieren. Ich dachte, Emotion hätte etwas damit zu tun. Verbindung, Geschichte, Liebe. Ich habe die alten Dias meiner Eltern mitgebracht. Geburtstagsfeiern, Urlaub bei den Niagara-Fällen, mein erster Schultag, solche Sachen. Es waren 2 Kartons voll. Ich musste eine Stunde lang in der Garage suchen, um sie zu finden. Hab nicht einmal daran gedacht, sie mir anzusehen, seit sie gestorben sind. Ich habe sie alle probiert. Ich habe gewartet, bis abends alle Mitarbeiter weg waren. Ich blieb in der Kabine stundenlang wach und probierte jedes einzelne aus. Projektor aus, Dia raus, Dia rein, Projektor an, nichts passiert. Projektor aus, Dia raus, Dia rein, Projektor an, nichts passiert. Liebe war nicht der gemeinsame Nenner. Es gibt keinen Zusammenhang, den ich erkennen kann. Vielleicht ist das Dia an sich das Objekt der Macht. Vielleicht ist der Projektor nur ein Zubehör. Vielleicht ist es nicht wichtig. Warum musste dieses verdammte Dia die anderen Dias verbrennen? Wird man nicht froh hier. Okay. Ja, warum haben wir die verbrannt? Was war da drauf?
Oh, ich laufe schon wieder zurück, verdammt. Ich meine, was war da drauf? Das ist meine letzte Nachricht. Es ist nicht das Ende. Aber hiernach werde ich nicht. Ich habe mich der Hadron-Resonanz vollständig ausgesetzt. Sie hat... Sie verändert mich. Ich habe gesehen. So unglaublich viel gesehen. Die um 36 stoppte. Hadron, die Ausbeutung eines anderen. Es ist schrecklich. Ohne Zweifel. Eine andere Quelle der Resonanz. Trench war diesem anderen ausgesetzt. Und es wird sich ausbreiten. Ich tat alles, was ich konnte dagegen. Die Hadron-Resonanzverstärker. Ich weiß nicht, ob sie was nutzen. Ich werde fort sein, wenn es passiert. Oh, Leute. Oh Mann, ey. Er hat sich den ganzen Scheiß ausgesetzt. Was ist das hier für ein Aufzug? Na, da geht's wohin. Ey, das will doch nicht gut. Okay, ich komme. Warte. Das geht nicht gut aus. Ich sag's jetzt schon. Hi. Hab's geschafft. Nein. Warum hast du... Das war ein Fehler. Du warst schon immer hier. Das einzige Kind. Eine Kopie. Nein. Warum wolltest du... Das war ein Fehler. Ja, kann man so sagen. Ach du Scheiße. Okay. Okay, Dylan. Moment, wartet mal. Eine Kopie. Bedeutet das, Dylan ist das hier? Ist jeder einzelne Zischer ein Dylan? Ein Dylan klingt auch toll. Also ist... Sind die quasi alle nur Angestellte für Dylan? Sind die durch Dylan das geworden, was sie sind? Oder hat das nichts miteinander zu tun? Weil das kam jetzt so vor, wisst ihr? Wer sagte eine Kopie? Und das sagt er so verdächtigt oft, dass das so klingt, als wäre er der Drahtzieher der ganzen Sache. Na komm, einfach ins Team, Mann. So, das machen wir jetzt hier mal kaputt. Aber ich glaube, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Dors, was da drin wartet, noch unser Freund ist. Nein, das ist hier Kinderfernsehen. Wisst ihr, dass das... Das wäre so... Unerwartet. Was natürlich mal was Schönes wäre, wenn wir einfach mal ein Happy End hätten, wisst ihr? So ein ganz einfaches. Nicht mit diesem Schnittschnitt mit, du musst 10.000 Mal die gleichen Gegner töten. So, wisst ihr? Wäre natürlich irgendwie geil, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das so smooth endet jetzt. So, ja, hi Polaris, schnell geh mal nach Hause, yo. Aua. Ach, leck mich, du Spielumgebung. Oh, ich hasse manchmal diese Spielumgebung. Vor allem in den Haus der Elektriker und tot. Was ist das für eine Arbeitsumgebung? Das kriegen die doch nicht durch ein Ordnungsamt. Nur so ein kleines Geländer, das muss ja doppelt gesichert werden. Mann. Ach, das... Ah, das ist echt so ein bisschen nervig, dass du halt, wenn du so runterfällst, dass du direkt tot bist.
Ah, das ist nervig. Vor allem in dem Ladebildschirm. Und dass du alles nochmal machen musst. So ein Scheiß. Na komm, wo bist du denn? Oh Mann. Ich muss jetzt ernsthaft hier nochmal komplett hinlaufen. Ach man, Jesse. Das hättest du mir jetzt aber auch ersparen können. Ist ja nicht so, als wäre der Weg relevant gewesen für irgendwas. Achso, sie haben mir sogar dieses letzte Ding wieder angetackert. Okay. Dann geht's jetzt mal weiter. Okay, so. Ich mal hab das. Warum wolltest du? Das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Jesse, du hast vollkommen recht. Es war alles ein Fehler. Du hättest nicht herkommen dürfen. Du hättest erst recht diesen Kampf nicht anfangen dürfen. Na, nimm mal ein bisschen Schaden, mein Freund. Nachgeladen und tot. Zack. Vernichtung eingeleitet. Und nimm mal bitte den Stuhl kurz. Gut. Moment mal, warum fange ich endlich da an? Warum nehme ich nicht als erstes einfach den hier? Ich weiß, er ist kein Sinn an dem, aber warum nicht? Mach hier noch Screenshots endlich, ich denke oder ich hoffe. Und zack. Ah, ich liebe diesen Sniper-Aufsatz. Ich liebe diesen Sniper-Aufsatz. Und die Übernehmfähigkeit. Ich dachte erst, die Übernehmfähigkeit ist totaler Quatsch. Weil ich halt dachte, man muss echt in diese Typen drinstehen. Damit das funktioniert. Aber muss man ja gar nicht. Und als ich das merkte, wurde mein Schritt ganz warm. Weil ich mich so gefreut habe. Wie ein Hund, der undicht ist. Und das zweite Mal wieder. Fahr zur Hölle, Arschloch. Okay, hier hat wohl jemand seine Kiste vergessen. Zack. Oh, hast du da oben Langeweile? Na komm, du quatsch mich immer nicht blöd voll. Und zack, 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 zack. Ich wollte ihn eigentlich in unser Team holen, mein Freund. Dann wären wir jetzt nicht alleine zu zweit. Du verpisst dich ja eh gleich. Dann wäre ich jetzt nicht alleine. Weg von ihr! Da platzt dein Kopf weg. Ach, jetzt wird sie einfach abgeholt. Polaris. Okay, dann geht's jetzt mal nach da oben. Ob es hier noch einen gewaltigen Bosskampf gibt? Ich denke schon, aber Leute, den letzten Teil machen wir einfach in der nächsten Folge. Bis dann, Leute.